Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Studio Senne. Es geht um den Bürstner Wohnwagen Modell 2010 Typ Averso. Ja, das war glaube ich 520. Und da geht es um den Jan, der ja hinten das Problem hat mit dem Wassereinbruch. Er hat mal angefragt, was sowas kostet und ist mit ganz schön viel Geld dabei. Und ja, wie weit der ist, der Stand von dem Wagen und er hat die ersten Leisten runter. Ich würde sagen, wir gehen ins Detail, ihr seid dabei, auf geht's. So, hier sind wir. Jetzt geht es nochmal zu dem Jan zurück. Und da hatten wir ja auch viele Anfragen, ja. Also vorweg möchte ich hier mal eben diesen kleinen Punkt diskutieren. Was heißt diskutieren? Mal eben festhalten. Es ging natürlich, wenn da Berichte stehen, ein Wohnwagen oder auch ein Wohnmobil hat durchaus das Recht, nach 8 Jahren Wasser reinzulassen. Ja, weil es ja keine Garantie mehr drauf, ne? Ich meine, schön ist das nicht, aber es waren einige Kommentare da, naja, wer dann zum Händler geht und so weiter, der müsste dann ja auch, das wäre natürlich nicht so schön. Allerdings sehe ich die Sache hier ein wenig anders. Denn es ist ja eigentlich so, dass hier ganz offensichtlich das Wasser nicht erst nach dem 8. Jahr anfing reinzutropfen. Ja? Er sagt dann nicht 8 Jahre rum und jetzt fange ich an zu tropfen, sondern das ist ein schleichender Prozess. Das ist ein bisschen so, wenn ein Aquarium kaputt ist und es läuft immer Wasser aus, kontinuierlich und wir sehen es nicht, dann läuft es in die Decke und in die Balkenlage. Man kriegt nachher einen massiven Wasserschaden, weil es so langsam läuft. Und wenn wir uns diese Schrauben, die wir hier nochmal eben sehen, die sind ja nicht von jetzt auf gleich da weggegammelt. Also das lief schon einige Jahre länger. Und dann ist ja noch die Frage, die ich mir persönlich stelle. Aber das ist eine Frage, Studio Osterhenne, Axel Osterloh, eigene Meinung. Wenn ich mit einem neuen Fahrzeug zu dem Händler gehe und der macht die Feuchtigkeitsprüfung, haben die eigentlich alle Interesse, die Feuchtigkeit auch wirklich zu finden? Oder die haben ja ihre eigenen Interessen. Also schöner wäre es, wenn man die Feuchtigkeit selber prüft. Und wenn man dann prüft auf diese Feuchtigkeit im Fahrzeug, dann muss ich ja auch noch wissen, wo muss ich die Tacken da hinhalten, die Nadeln. Ne? Also dass ich durch die Haut durchprüfe, weil das Sperrholz hat ja eine Kunststoffschicht obendrauf und die ist wasserundurchlässig. Also da kommt das Wasser nicht durch. Und das spürt man erst gar nicht, dass der wirklich nass ist von innen. Man spürt es nachher daran, dass das Holz, dass es weich wird, ja. So, und jetzt habe ich bei einem Wohnwagen, hier, das ist jetzt unser Wohnwagen, ja, hier hinten in der Ecke, hier ist die Scheibe drin, ne, so. Und jetzt hier unten in der Ecke, hier kann es feucht sein und hier trocken. Wo muss ich den hinhalten, den Fühler, ja. Und da hat ja jeder Wohnwagen und jedes Wohnmobil seine speziellen Ecken. Wo die nass werden. Am besten immer hier in den Ecken auf dem Fußboden. Ne? Ecke, Fußboden, unten. Da haben wir so die Erfahrung gemacht, in den Ecken, unten auf der Bodenplatte. Da mal ordentlich reinpieken mit diesen Nadeln und gucken, ob da Feuchtigkeit drin ist. So, und jetzt fällt es nicht auf, der kommt zurück. Ja, 5 Jahre, wunderbar. Da merke ich das Wasser ja noch gar nicht, wenn es da so nach und nach reinpüdelt. Ne? Und dann 2 Jahre später habe ich noch Kulanz so und jetzt ist das alles vorbei. Und jetzt? Ja, jetzt habe ich den Wasserschaden. Theoretisch müsste man sagen, das ist ja schon viel früher da. Klar, man muss diese ganzen Sachen alle berücksichtigen und man kann auch sagen, alte Wagen haben Wassereinbruch, ja. Aber ich denke, neue auch. Es wäre durchaus mal interessant, mit den richtigen Gerätschaften einmal über den Gebrauchtwagenmarkt zu gehen, mit neueren Fahrzeugen bis zu einem Alter von 4 Jahren, die bis zu diesem Zeitpunkt draußen gestanden haben und die mal nach Wasser zu überprüfen, ja. Also in den Ecken, wo man dann wirklich mal prüfen muss. Und dann vielleicht auch mit der Wärmebildkamera, ne? Dass man die Temperaturunterschiede misst. Ne? Da kann man noch ganz andere Dinge sehen. Wir haben da mal so einen Film drüber gemacht, ja, mit Wärmebildkamera. Ja, weiter geht's mit dem Jan, weil wir wollen ja nicht hier alles versammeln. Aber denkt mal drüber nach und macht euch mal eure eigene Meinung, wie das denn eigentlich so ist oder wie das denn angehen kann. Hier, der Arm, der wackelt mir hier auch ein bisschen rum. Nehmen wir noch ein bisschen so. Nervt ja, wenn ihr immer vor der Nase rumpüdelt hier, ne? Ja, Lasko ist draußen bei dem schönen Wetter, falls ihr nach dem fragt, aber der tüdelt draußen rum. Ist ja prima Wetter dieses Wochenende. So, weiter geht's mit Jan. Der hat hier gearbeitet und ja, da sehen wir jetzt so einige Dinge schon mal. Auf geht's. So, hier sehen wir, wie der Jan auf jeden Fall schon mal die ganze Verkleidung jetzt runtergerupft hat.
Und hier nochmal einen Rückblick auf das letzte Video, was wir gesehen haben, wo das Holz so durchgerottet war. Da hat er die Holzecken bei dem Fenster jetzt auch schon ausgeklinkt, dass er da neues Holz reinschneiden kann. Als nächstes sehen wir hier wieder Jan mit dem Cutter. Und Cutter, da möchte ich hier nochmal eben drauf eingehen. Guckt euch den Cutter hier nochmal eben an. Wenn ihr den Cutter habt, dann nehmt eben einen, der innen auch eine Eisenschiene hat. Ja? Es gibt so welche, die haben innen eine Eisenschiene und da kann man die hinten aufmachen, da sind noch Reserveklingen drin, aber dann habt ihr ein bisschen mehr Druck. Und bei dem Plastik und ihr drückt richtig auf der langen Klinge, dann kann es sein, dass es bricht. Und setzt euch vor allem auch bitte eine Schutzbrille auf, wenn ihr mit diesen scharfen Cuttern arbeitet. Weil da kann mal eine Klinge wegbrechen und dann habt ihr ein Stück ab. Mein Ohr war auch schon mal halb ab. Das hat aber eine andere Geschichte. Da haben sie wieder angenäht. Ja, aber gut, weiter geht er. Da hat er den Cutter und da hat er einen anderen Cutter mir als Bild geschickt, wie der geht. Der ging aber auch. Da hat er eine zu kurze Klinge. Ne? So, und dann hat er das mit diesem Excenter, den Multifunktionsgerät gemacht, mit dieser Vibrationssäge mit der Klinge. Ne? Das haben wir ja auch schon von vielen, vielen gehört, dass die wirklich sehr gut ist. Ja, und da sehen wir dann gleich mal eben, wie er das gemacht hat. Der hat dahinter den Spachtel gehalten, weil an der Multifunktionssäge hinten eine kleine Schraube ist. Und damit wollte er das Metall oder die Aluhaut, besser gesagt, die Aluhaut von dem Wohnwagen beim Losschneiden der Aluschiene nicht kaputt machen und nicht zerstören. Und das so. Und damit die Schraube da hinten nicht ins Blech reingeht, halten wir den Spachtel dahinter. Teuflisch gehalten. So, das sind immer wieder Klammern, ja, die hier total verrostet, ja, sind. Hinter der Schiene, die wir gelöst haben. Hier sieht man, dass da Wasser dahinter gelaufen ist. Jetzt nochmal eben zu diesen Bildern hier vorne. Und da sind einmal die Klammern, die wirklich verrostet sind. Da muss man wirklich sagen, das kann eventuell auch der Rost von innen sein. Ja? Also die Holzlatte ist ja nass und dann kommt die Feuchtigkeit von außen nach innen. Aber von innen ist die Holzlatte nicht so nass, dass man jetzt sagen würde, die ist klatschnass. Ja? Also würden wir schon wieder dahin gehen mit der Vermutung, dass die Klammer von außen nass geworden ist. Und hier an der anderen Stelle, da sieht man wieder, wo lose da Wasser. Ja, immer wieder die alte Predigt, wo lose da Wasser. Ne? Und das haben wir genau hier auch. Da ist es auch wieder lose drin. Und da haben wir jetzt wahrscheinlich auch den Wassereinbruch. Ja, also da beim Fenster und umzu. Und das ist ganz unglaublich. Ja, da wird der Wasserursprung herkommen. Zu den Kosten. Wir haben... So, bei den Kosten ist es so, da hat der Jan mir mal, der hat nachgefragt bei Bürstner wegen Seitenteil. Der wollte eigentlich dieses Holzbrett haben, ja, dieses Holzbrett mit der Beschichtung drauf, dass er das davor setzen kann. Das gibt es auch wohl. Ich habe es ja selber in der Garage liegen, also der kriegt jetzt erstmal meine Platten oder irgendwie, was machen wir da? Aber das gucken wir uns doch genau an, da halten wir euch auf dem Laufenden. Auf jeden Fall hat er eine Nachricht von Bürstner bekommen oder von dem neuen Vertragshändler von Bürstner. Das sieht ja nicht so schön aus. Um diesen Schaden zu reparieren, bringt es nichts, nur die Innenverkleidung auszutauschen. Die Feuchtigkeit sitzt in den Wänden. Um diese vernünftig wieder herzurichten, sollten Sie die Seitenwand tauschen und die Rückwand. Die Preise dafür. So, und da lege ich euch echt auf den Boden, was das kostet. Ne? Also, so eine Seitenwand, die liegt so bei schlappe 3.300 Euro. Und die Heckwand, das ist die Seitenwand. Die Heckwand hinten, die liegt so bei 1230 Euro. Dann kommen da drauf 300 Euro Speditionskosten und ca. 45 Euro Zusatzbremslicht und Fensterverkleidung, 200 Euro. Also roundabout 5000 Euro. Ja? 5000 Euro haben wir hier Materialkosten. Ne? Dafür ist der Schaden, aber das ist ja noch nicht drin. Ja? Das verstehe ich nicht. Also das muss ja genauso eingebaut werden. Und gerade wo vom Dach nach unten, ja, hier sitzt die Rückwand und das Dach lappt ja mit dem Alublech über die Rückwand. Das muss ja alles hoch und weg und das muss ja auch alles wieder neu abgedichtet werden. Und genau hier ist ja der Wassereintritt gewesen, das kann er dann jetzt auch wieder abdichten, ja. Also die Wand selber, klar, die muss neu verklebt werden und die muss auch wieder stabilisiert werden. Aber jetzt, wo der 1,5 Jahre, 2 Jahre da in dem Schuppen gestanden hat und
das dann ja auch zum Teil schon alles geöffnet ist, da sehe ich ja, ob da Feuchtigkeit drin ist. Ne? Also das kann ich schon spüren, ob der jetzt langsam trocken ist oder nicht. Da ist ja jetzt kein Wasser nachgelaufen. Ne? Und bei den Fenstern, Rahmen, da kann man spüren. So, irgendwie muss ich den ja reparieren. Wenn ich das Ganze noch einbauen lasse, habe ich einen Totalschaden. Ja? Brauchen wir nicht drüber reden. Dann bin ich bei 10.000 Euro für einen 2010er Wohnwagen. Also, da geht ja nun nicht. Ne? Kulanz und so weiter haben wir uns ja schon drüber unterhalten. Ist ja 8 Jahre alt, da macht ja eh keiner mehr irgendwas. Ne? Aber ganz ehrlich, Jungs, ich weiß nicht. Also, und dass man das nur auf diese Art reparieren kann, ist auch Quatsch. Also, dann werden wir Schremper ja, also, wir kriegen es auch anders hin. Ne? Natürlich ist das Schönste, 4 neue Wände und zu, komplett neue Bodenplatte rein. Ne? Was macht man denn mit der Bodenplatte? Die ist ja auch nass. Ne? Nur wegen der einen Ecke Bodenplatte kann ich nicht. Ich meine, wir haben das schon gemacht. Ja, wir haben ja schon eine ganz neue Bodenplatte für den Wohnwagen gebaut. Ne? So ist das ja nun nicht. Aber das will ich damit sagen, das will ich damit meinen. Wir Schremper und auch Jan Schremper, oder Schremper Jan, ne, aus Oldenburg, das kriegt er hin. Und wir bleiben am Ball und berichten weiter. Ja, und dann gucken wir uns das nochmal selber an. Wir fahren nochmal rüber und filmen nochmal selber vor Ort. Das ist ja ganz schön, wenn das hier so direkt auf der Nachbarschaft ist. Und da werden wir sehen, dass wir das alles wieder vernünftig dicht kriegen und zukriegen. Bis denne, Osterhenne, danke fürs Zuschauen und wir wünschen euch noch eine angenehme Woche. Tschüss.